that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Herzlich willkommen beim Kanal zum Erfolg und heute möchte ich dir mal zeigen, wie du ohne Produkt mit Amazon FBA Geld verdienen kannst. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie geht das? Also wie machen wir das? Und das ist eigentlich ganz einfach. Wir bieten unser ganzes Wissen, was wir uns vielleicht schon angewandt haben oder angeeignet haben, als Dienstleistung an. Und das können wir auch machen, bevor wir überhaupt ein Produkt auf dem Markt haben. Ja, ist auch eine gute Möglichkeit, um Startkapital zu bekommen. Aber wie das Ganze funktioniert und wie ich das damals gemacht habe, das möchte ich dir jetzt mal etwas genauer erzählen. Generell gibt es ja da draußen ganz viele Online-Shops, ganz viele Firmen, die alle eigene Produkte auch haben. Das heißt, die haben eine Eigenmarke. Hauptsächlich verkaufen die aber ihre Produkte über ihren eigenen Online-Shop und nutzen halt Plattformen wie Amazon oder eBay einfach nur noch nebenbei als weitere Verkaufsplattformen, haben das gar nicht so im Blick. Das heißt, die listen ihr Produkt auf Amazon, haben hier ein Foto vielleicht drin, haben hier einfach nur den Titel, kurz den Namen der Firma, auch das Produkt reingeschrieben und haben sich aber auch nicht weiter drum gekümmert. Ja? Teilweise haben diese Firmen nicht mal eine Bewertung auf ihrem Produkt und das Ganze ist wirklich komplett unteroptimiert und eigentlich finden nur Leute dieses Produkt, die wirklich die Firma kennen und generell nur über Amazon einkaufen. Das heißt, die Firma oder diese Marke, die dann normalerweise hauptsächlich über einen Online-Shop verkauft, sieht Amazon noch nicht oder erkennt Amazon noch nicht als große Möglichkeit. Und jetzt kannst du hier ins Spiel kommen. Wenn du dir jetzt ganz viel Wissen rund ums Thema Amazon SEO, PPC, wie funktioniert die ganze Plattform überhaupt aneignest, dann kannst du nämlich dein Wissen den Leuten, also diesen Online-Shops oder anderen Leuten, die eine Marke haben, als Dienstleistung anbieten. Und so habe ich das auch gemacht. Das heißt, du bildest dich ganz viel weiter, hörst dir Podcasts, hörst dir YouTube-Videos an und so weiter, probierst dir so viel Wissen anzueignen, wie es geht und dann nutzt du dieses Wissen, um das anderen Leuten anzubieten. Das heißt, ich habe es damals so gemacht, ich habe direkt bei mir im Internet geguckt, was für Marken oder was für Shops können hier in meiner Umgebung sein. Wichtig ist, dass du jetzt nicht einfach irgendeinen Online-Shop anschreibst, denn es ist so, dass viele Online-Shops auch Produkte nur weiterverkaufen. Du musst nämlich jetzt wirklich die Hersteller anschreiben. Das heißt, Leute, die wirklich auch eigene Produkte haben, entweder unter einer eigenen Marke oder auch generell aus China oder aus irgendeinem anderen Land selber herstellen lassen. Ja? Zwischenhändler interessieren uns jetzt nicht, weil die haben ihre Marge und die haben bei einzelnen Produkten natürlich auch nur eine geringe Marge. Wir wollen wirklich jetzt an die Hersteller. Ja. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich habe da im Internet gesucht, habe ein bisschen in Zeitungen geguckt, allgemein, ich bin durch die Stadt gegangen und habe einfach mal ein bisschen geguckt und habe mir dann auch oder habe 3, 4 Firmen gefunden, die halt alle ein eigenes Produkt hier in der Nähe hatten. Und dann habe ich so gemacht, ich habe die erstmal angeschrieben mit einem Text, dass ich oder habe denen das erstmal vorgestellt, Amazon FBA und so weiter, habe denen das Ganze ein bisschen erklärt. Hier war ein Fehler oder hier war ein Fehler, den ich gemacht habe, den kann ich dir gleich sagen, dass viele das Ganze dann erstmal nicht verstanden haben in der ersten E-Mail. Ja? Das war damals so mein kleiner Fehler. Also ich habe wirklich gesagt, wie ich mich damit auskenne, wie man das Ganze macht, aber es wurde noch nicht ganz deutlich. Ich würde dir jetzt oder mittlerweile empfehlen, hier einfach ein Video zu machen. Das heißt, du nimmst dir vielleicht eine kleine Kamera, nimmst dir so ein Whiteboard wie ich oder machst eine kleine Präsentation und schreibst in eine E-Mail und hängst dann dort einfach das Video oder die Präsentation an. Ja, es kann beides sein. Du kannst auch einfach nur eine Präsentation fertig machen mit viel Text oder denen nochmal was aufschreiben, dass sie das wirklich nochmal verstehen, was für ein Potenzial auf Amazon steckt und was du hier mit denen herausholen könntest. Jetzt natürlich das Problem, wenn du jetzt noch kein Produkt hast, dann hast du noch nicht das Vertrauen. Das heißt, hier hast du eventuell auch schlechtere Karten, an so einen Job oder an eine Beteiligung eventuell zu kommen, aber darüber reden wir gleich noch. Das heißt, wenn du natürlich Produkte hast, wirklich was nachweisen kannst, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Wenn du das noch nicht hast, dann würde ich wirklich probieren, richtig dein Fachwissen rauszuhauen und hier den gleich weiter zu helfen, mit Kleinigkeiten das Ganze zu erzählen. Natürlich sollst du dein gesamtes oder dein detailliertes Fachwissen auch ein bisschen für dich behalten, denn das willst du denen ja letztendlich zum Kauf anbieten. Aber ganz, ganz wichtig, du musst dich überzeugen von der Plattform Amazon. Du musst sagen, was für Möglichkeiten da sind, was hier wirklich geht. Und das ist der erste Schritt, ja, du überzeugst sie. Dann kommt ihr in Kontakt und macht vielleicht einen Termin aus, wo ihr telefoniert oder ihr telefoniert sofort. Du könntest auch direkt anrufen. Ja? Ist auch noch eine Möglichkeit. Ich war mir damals nicht so sicher. Ich war noch nicht so selbstbewusst am Telefon und habe dann einfach erstmal eine E-Mail geschrieben. Deswegen, wenn du das kannst, dann würde ich auf jeden Fall auch anrufen. Das ist immer noch ein bisschen persönlicher. Du musst nur aufpassen, dass du nicht gleich als irgendwie Werbe-Heini abgestempelt wirst, sondern du musst da schon ein bisschen persönlich rüberkommen, irgendeine kleine Geschichte erzählen, wie du die gefunden hast und so weiter, dass das ein bisschen persönlicher rüberkommt und nicht so dieses Standard-Werbegespräch ist, hey, ich möchte Ihnen verkaufen oder ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie extrem viel mehr verdienen mit Ihrer Firma, sondern das muss sehr seriös rüberkommen und sehr echt. Also hier musst du so ein bisschen dir Gedanken machen, wie du das so vermitteln kannst.
Und letztendlich kannst du oder die Bezahlung oder du würdest das mit denen entweder so ausmachen, dass natürlich für ein Produkt, sage ich mal, du würdest oder der Shop hat jetzt 10 Produkte. Du würdest dir ein Produkt raussuchen, für die das Ganze erstmal vielleicht umsonst optimieren. Die sehen dann das Potenzial und was du wirklich erreicht hast und was dahinter steckt. Und dann würdest du die anderen Produkte für den Shop optimieren und weiterentwickeln. Hier ist natürlich so, natürlich wäre für dich jetzt die beste Bezahlung eine Beteiligung am Umsatz oder am Gewinn. Ja, das ist auch oft üblich. Das heißt, wenn man das macht oder allgemein, ist es oft so, dass das Ganze an dich outgesourced wird dann komplett und du kriegst dafür 50% der Gewinne ab. So war es jedenfalls bei mir. Das heißt, du gehst diesen Schritt, suchst dir jemanden raus und probierst hier dann mit ihm halt hier diesen Deal unter Dach und Fach zu bringen. Oft ist es aber auch so, und so wäre ich theoretisch auch, wenn ich einen eigenen Shop hätte, ja, nicht auf Amazon verkaufe und mir würde das jemand vorschlagen, dann würde ich dem nicht dafür 50% geben, ehrlich gesagt. Weil man muss mal sehen, so 50% sind schon echt viel, was man letztendlich abgibt von seinen Gewinnen. Sondern ich würde natürlich immer probieren, als eigener Besitzer meiner Marke das Ganze einfach nur einmalig dann zu bezahlen. Das heißt, du machst ihm das für ein Produkt zum Beispiel umsonst, derjenige erfährt oder sieht, wie gut du das kannst, dass du wirklich Ahnung hast und dann machst du es für die weiteren Produkte und bekommst dir eventuell auch einfach nur eine einmalige Zahlung von 300 bis 500 Euro. Ja? Sei oder beziehungsweise besteh hier auf jeden Fall auf dein Geld, das Ganze ist extrem viel wert. Also du kannst es ja mal so ausrechnen, wenn der Online-Shop allein schon dann oder dieser Besitzer der Marke allein schon im ersten Monat, sage ich mal, das Zehnfache verkauft und allgemein damit schon mit einem Produkt 1000 Euro verdient. Wenn du dann 300 oder 400 Euro für die Optimierung und alles abgibst für diesen Teil, dann oder die an dich abgeben, dann ist das eigentlich nicht viel, was die da letztendlich an dich oder an dich zahlen. Das heißt, du musst dir immer ganz genau darauf achten, wie viel ist das eigentlich wert, was ich hier mache, was bringt oder was bringt meine Arbeit dem Shopbesitzer. Also sag hier bloß nicht und sag nicht, dass du das hier für 50 Euro oder für 100 Euro machst, denn Amazon, weißt du ja selber, hat ein extremes Potenzial und das solltest du denen auch so vermitteln und dann auch einen vernünftigen Preis dafür verlangen. So, und dadurch kannst du jetzt schon mal dein erstes Startkapital oder zusätzliches Startkapital ansammeln. Das kannst du jetzt am Anfang machen, das heißt, wenn du noch kein Produkt hast, wie gesagt, es kann ein bisschen schwieriger sein, die zu überzeugen, aber es geht. Und davon kannst du dann dein Startkapital sammeln und das dann in deine eigenen Produkte investieren. Noch besser ist natürlich, wenn du jetzt vielleicht schon ein Produkt auf dem Markt hast und zufällig zum Beispiel kommt sowas zustande. Ja, das war bei mir auch schon öfter. Das heißt, man trifft wen, auf einmal erfährt man, ah, der hat auch einen eigenen Online-Shop oder so und dann hilft man sich gegenseitig und bekommt hierfür jetzt indirekt kein Geld. Aber dadurch, dass ich das Wissen habe, ja, bin ich in der Hinsicht extrem viel wert. Ich kann denen weiterhelfen und ich kriege im Gegenzug was von denen zurück. Das heißt, allgemein ist dieses Amazon-Wissen, wie die Plattform funktioniert, SEO, Pay-per-Click, wie das Ganze oder der ganze Importprozess aus China funktioniert, allein schon das Wissen dahinter zu haben, extrem viel wert und man kann damit extrem vielen Leuten helfen, entweder dafür eine Bezahlung bekommen oder auch Gegenleistung. Ja, muss man auch, das darf man nicht unterschätzen. Solche Shops oder allgemein andere Leute können dir auch ganz viele Gegenleistungen entgegenbringen. Also hier wirklich eine super Variante, wie du halt wirklich ohne ein Produkt Geld mit Amazon FBA verdienen kannst. Und ich würde dir das auf jeden Fall empfehlen, einfach mal bei dir in der Nähe oder einfach mal im laufenden Prozess ein bisschen danach zu suchen und die Augen offen zu halten. Ja, das mache ich immer noch so. Wenn sich irgendwo eine Chance auftut, dann hast du dieses Wissen. Das kann dir keiner mehr wegnehmen. Und das kannst du anderen Leuten hier als Dienstleistung immer anbieten und hier weiteres Kapital bekommen und hierfür bezahlt werden. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich konnte hier vielleicht einen kleinen neuen Denkanstoß geben, einen kleinen Tipp geben, den du jetzt vielleicht auch umsetzen kannst und suchst dir hier vielleicht eine Kooperation oder nach anderen Leuten mit eigenen Produkten, denen du hier helfen kannst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns gleich in den nächsten wieder. Bis dann!